Ah, die ist schon krass unterwegs, die Frau. Ja, ich freue mich echt auf den Speedrun, muss ich dir ehrlich sagen, Alter. So, wir haben ja gesagt, das erste Mal, wenn wir durchzocken, ganz genüsslich durchzocken, so. Und das zweite Mal soll dann halt schon mit Ambition auf den Speedrun sein. Fällt mir jetzt erst alles auf, dass hier so viele Fragmente irgendwo rumhängen. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Jetzt bin ich hier wieder unten, Alter. Ich glaube, ich eine blöde Entscheidung runterzuspringen. Seid ihr ganz ehrlich? Ich wollte jetzt da nicht stundenlang warten. Das ist ja nicht so cool. Das ist ja nicht so cool, Jens. Das ist ja nicht so cool. Warte mal, wir gucken mal. Den Rohrbomben haben wir noch. Können wir eigentlich die Munition aufheben? Ich würde gerne rein. Übelst viel Munitionsverschwendung. Das war eine dumme Idee. Ich muss zwar Fotos schicken bei WhatsApp, Diggi. Wie gesagt, ich habe auch ein neues Handy. Für alle Leute. Schreibt mich mal auf WhatsApp an. Ich habe ein neues Handy, Kilo Nummer mit rüber genommen, weil die Handynummern alle auf dem Handy gespeichert waren. Deswegen wäre auf jeden Fall eine Ermung von euch, wenn ihr mir einfach mal auf WhatsApp nochmal schreibt. Ja, auch hier. Dings und Dings. Würde ich mich sehr freuen. Dann kann ich nämlich euch wieder alle einspeichern. In letzter Zeit schreiben mich so viele Nummern an. Also einfach nur Nummern. Und dann denke ich, ja, Digga, alles klar, wer bist du da nochmal? Ich muss mal zählen, wie viele Schüsse die brauchen, die scheiß Zombies. Okay, aber jetzt, der Weg hat sich nicht ganz gelohnt, um runterzukommen hier. Wo sind die Vierer? Wo sind die Vierer? Da ist die Vierer. Okay. Hier geht schon mal klar. Wo ging's denn hier nochmal lang, Alter? Ich muss jetzt doch oben immer an die Decke gucken. Scheiß. Ist erledigt. Ja, wäre geil, Alter. Kommt die mir jetzt nach? Ich hoffe nicht. Also die Grafik ist halt einfach auf fucking mega auf der PlayStation. Der 5er. Hast du gewartet? Ah! Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Naja, hinter mir ist eine Olle, die mich töten will, Bruder. Ich ganz normaler Montag. Keine große Hilfe, bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Ich habe mein Geschäft erweitert, komm. Kai, übrigens, Kai, sieh dich um. Das bist du für mich. Ja, der Typ, da bist du Kai. Oh, ehrlich. Du bist so ein Händler.
ziemlich gut. Die erste Olle, also wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich die vier Schwestern halt töten und kriegen jeweils dafür eine Engelsmaske so. Da muss ich mir noch eine Variante aussuchen, wie es am schnellsten geht. Und dann gibt es hier noch irgendein Geheimnis zu lüften, ja? Stets zu Diensten. Ich sehe auch eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, der Typ ist vielleicht ein bisschen zu dünn, so. Was, Bruder? Was, Liebe geht raus. So, Scharfschützmunition, okay. Minen sind ja geil. Es gibt eine neue Pistole, Samurai Edge, nice. Das ist natürlich auch die Pistole aus Resident Evil 2, die ich benutzt habe. Eine auf die Bekämpfung von Biowaffen spezialisierte Pistole von Albert Wesker. Bonus aus dem Traumpaket, ist aus dem DLC sozusagen. Nicht DLC, aber von dem Deluxe-Paket. Was ich ziemlich geil finde, ist, dass wir hier uns jetzt erstmal noch etwas für 200. Das ist wirklich nichts. So. 9800 ist natürlich schon wieder was anderes. So, mal gucken, wie viel wir hier kaufen können. Herstellung Flintenmunition, natürlich, klar, Alter. Ach so, das sind die Herstellungssachen von den Minen und so. Das ist geil. Dann verkaufen wir hier nochmal ganz kurz ein paar Kristalle. Kristalle in der Schädel. Ja, ist wertvoll, wertvoll, wertvoll. Torso ist auch wertvoll. Silberring. Wertvoll kombinierbar. Ingrids Goldkette. Verkaufen das erstmal. Und gekauft. Und, ist die Frage. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Ja, aber, was mache ich denn jetzt mit der anderen Pistole? Zwei Pistolen ist auch. Okay, wir haben eigentlich genug, dass wir sagen können. Aber gerne. Genug Platz, dass wir da beides tragen können. Kann dir sagen, was du brauchst. Habe es gerade bei Vex gesehen, wie man das bekommt und wie viel wert es ist. Okay. Ja, nicht spoilern. Gestern kam auch einer. Ich habe gestern das Spiel angefangen zu streamen, so. Nachdem mein Internet abgebrochen ist, nach dem BNKs vom Halbfinale. Was mich schon echt. Da hatte ich schon so einen Hals. Ja. Und dann kommt der Typ rein und spoilert mich. Der spoilert mir am Anfang die komplette Geschichte. Wo ich mir dachte, Digga, ist ja nicht dein Ernst, so. Natürlich sind wir jetzt über diesen Punkt, den er gespoilert hat, schon hinweg, so. Wo ich sage, okay, gut. Aber trotzdem, ich wusste, was passiert, so. Und hab mich irre gemacht, Mann. Fand ich kacke. So gut, die Schrotflinte. Mit Vergnügen. Ist halt die, ich will die andere Pistole eigentlich auf Levin. Nicht die. Weil die Pistole hier kriegst du eigentlich alles nur, wenn du die Deluxe-Version hast. Ja. Wir nutzen nur zwei Spielchen. Ja, also welche kann ich leiden? Ja, ist dicker, Alter. Fand ich auch richtig kacke so. Er hat es ja natürlich auch relativ dumm geschrieben. So dass mir. Denn erst als ich sie gesehen habe, klar war, okay, der hat mir gespoilert, so, aber. Die drei Töchter, achso, sie hat nur drei Töchter, wa? Gar nicht vier. Komm ich hier wieder raus? Nee. Klingt schon wieder so, als ob die ganze Welt hier zusammenbricht. Den Fahrstuhl muss ich auch noch irgendwie. What? Hast du gewartet? Okay, nicht cool. Wo gehen wir denn lang? Wo gehen wir lang? Das war noch ein Ming-Vase. Ja, Bitch.
In your face. So. Geht's denn hier lang? Oh, sag mir nicht, die kommt jetzt auch noch, Alter. Mann, Alter. Also 3 finde ich viel zu viel, Alter. 3 Schuss finde ich viel zu viel. Achso, das war der Weg hier rum. Und hier sind sau viele unterwegs. Das ist ein scheiß Problem. Mann, das kotzt mich an. Vier Schuss. 5 Schuss. 6 Schuss. 7 Schuss. 7 Schuss ist okay. Naja. Hat doch jeder bei uns gesagt, dass du das eigentlich theoretisch nicht als Arbeitsunfall melden hättest sollen. Weil du dir einfach mega viel Stress erspart hättest. Ich meine, wenn du willst, dass du eh schon so mit dem Knieproblem hast. Ach, guck mal, da ist noch eine Maske. Oder? Nee, das war die. Ah, guck mal, hier, geil. Hier kommen wir rein. Mach die scheiß Tür auf! Oh. Hier Nebengebäude. Ja, die Karte brauche ich mal gar nicht, Alter. Ich will mich so orientieren. Ich will ja auch beim Speedrun nicht ständig auf eine Karte gucken können. Denke, wir wissen, wo ich langlaufe. Sieben Schuss von der Pistole, aber 3 Schuss mit der Schrot. What the fuck? Ja, ich verstehe es auch nicht. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in den Badezimmer zurückbringen. Er ist ein Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Geil. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Hinweis, dass wir da was Geiles finden können und das verkaufen können. So, hier kommen wir nicht lang. Das Spiel ist an sich auch mega geil. Also wie gesagt, ich muss mir eigentlich für PlayStation 5 nochmal Resident Evil 2 und 3 runterladen. Bei 2 habe ich den Speedrun noch drauf. Ich glaube, 2 habe ich so oft gespielt, jetzt muss ich nicht nochmal zocken, aber der macht übelst Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen, Resident Evil 2, also die neue Lage, Neuauflage. Ach so, ich kann noch die Fenster hier alle aufmachen, das ist natürlich geil. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegten sich nicht mehr. Sie waren fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheinte. Drei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sich das Fleisch der Mädchen verzehren. Dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zum Boden. Die Kälte scheint sich erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. 4 Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Im Gesicht blass um die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage seit der Behandlung. Die Masse aus der Insekten hat sich im menschlichen Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie neugeboren. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, unseren Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela und Cassandra. Ja. Sind also sozusagen die Töchter. Ja, auf jeden Fall habe ich das gefreut. Ich muss mal ganz kurz die Nachrichten ausstellen. War schön, dass Lea jetzt Ranke zockt. Wenn ich mich ja noch anschließen nachher. Hier ist die Kugel! Nice, die Kugel unten bei dem Typ. Also wo Kai, ich nenne ihn einfach immer Kai. Der hat einen anderen Namen, ich weiß nicht, wie er heißt. Und, das ist anscheinend wirklich die Kälte, Alter. Ist ja mega gut, vielleicht kann ich es bei den Typen auch ausprobieren. Das ist schon mal so ein kleiner Trick. Sehr gut. Freut mich.
Wir haben die. Scharfschützenmunition, sehr geil. Nachladen, geh weg bitte. Oh, Ming-Warte. Nervig ein bisschen, dass ich jetzt schon Kohle ausgegeben habe für die andere Pistole, hätte ich das gewusst. What? Oh fuck, wer kann von euch Dings lesen, Alter? Wer kann von euch Noten lesen? Achso, okay, das ist ja einfach. Kein Problem, brauche ich nicht. Kann ich Noten lesen. Wieder eiserner Schlüssel, okay. Aber die Schlüssel für diese Türen. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 minus 6 cm bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur, die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser, äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd verspüren sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich selbst nicht reproduzieren, sondern entstehen wie ein Kardoi in seinem Wirt. Spricht man das so aus? Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperatur. Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht Chiroptyopose bei Bärtierchen oder Polypedilium an der Planky vergleichen. Stimmt. Gut. Wissen wir Bescheid. Hat uns weitergeholfen. Wir wissen ja, dass Kälte absolut schlecht ist für die Viecher. Für die Eulen. Das heißt, wenn irgendwo ein Fenster ist, dann wird die einfach weggesmashed. Das war's. Was habe ich denn hier mitgenommen jetzt? Achso, ich habe den Schlüssel geholt. Okay. Wir müssen also hier rein den Schlüssel holen. Und dann können wir theoretisch wieder in das Haus, oder? Oh, noch eine Ming-Vase. Oh, geil. Was wir jetzt als erstes machen, ist zu Kai zu laufen, weil ich will nämlich wissen, ob wozu diese Kugeln gebrochen sind. Das war falsch, aber woher weiß ich denn, in welches Loch das muss? Achso, es muss hier in den Leuchtturm. Das ist geil, sowas hätte ich auch gerne. Das braucht Fingerspitzengefühl.
Geil. Davon soll es ja mehrere geben hier im Haus. So, jetzt haben wir diesen anderen Schlüssel. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo die ganzen Türen waren, die ich halt nicht öffnen konnte. Hier war das nicht. Ich glaube, das waren noch zwei. Kann ich mich vielleicht vage erinnern, dass es zwei war noch? Hier ging es zur Küche, oder? Ne, hier ging es. Hier ging es nämlich wieder zurück zum. War wir hier unten? Hier war. Der Flur. Das ist hier nicht die eine Tür, die ich nicht öffnen konnte hier. Von der anderen Seite. War keine Tür. Ein Keller war das, glaube ich, auch. Ich bin doch einfach mal auf die Karte. Drin. Da geht's wieder in das Loch. Ganz unten war auch noch eine Tür, als wir runtergesprungen sind. 35 Schuss. Weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, dann nochmal runterzuspringen, aber wir können es ja einfach nochmal machen. Zu gucken. Hier Agony R6 ist auch schon seit Stunden mit diesem Spiel beschäftigt. Ich weiß ja auch nicht, ob er auf den Speedrun hinarbeitet oder ob er das immer wieder durchzockt. Aber der hatte den einen Tag, war er schon 10 Stunden am Stream. Und ich denke, wenn du. Also, ich denke, dass das Spiel nicht 10 Stunden dauert. Durchzuspielen. Wenn dann halt wirklich maximal, denke ich mal, so 7 Stunden, 8 Stunden eigentlich. Wenn du gut durchkommst. Die Tür meinte ich eigentlich. Was ich. Keine Rohrbombe mehr. Ah, hier. Oh. Ah, und jetzt ist nämlich die Sache. Schnellzugriff und. Ugh.
Taschen oder was? Obwohl ich hier auch noch eine Rohrbombe nehme. Geht doch! Ist überfordert, um Feuer zu machen. Ja, teilweise schon, ja. So ein bisschen. Blaues Auge. Jetzt haben wir theoretisch zwei blaue Augen. Blaues Auge. Und den Silberring. Kombinieren. Mit blauem Auge. Okay, schlägt er dir schon vor. Finde ich ein bisschen schade. Jetzt ist halt nur die Frage, okay, wofür? Wir gehen jetzt mal weiter. Weil wir Fisch. Also du musst ja nochmal runterspringen. Ob das viele Leute nicht nochmal runterspringen würden. Sich damit dumm und dämlich suchen. Klingt schon wieder alles scheiße hier. Wofür brauche ich die blauen Augen? Ja, auf jeden Fall nicht. Wofür brauche ich die blauen Augen? Wir haben jetzt hier die linke Seite komplett abgearbeitet. Fehlen die rechte. Jetzt fehlt die rechte Seite noch. Mit dem Masken. Gibt es hier nicht irgendwas? Schade. Warte aber. Ist ja nicht. Hier lang zu gehen ist meiner Meinung nach totaler Schwachsinn. Also können wir uns die Tür eigentlich auch sparen. Ja, sieht mir so aus, als ob wir unten eigentlich gar nicht mehr lang müssen hier. Rechts und links ist alles Quatsch.